Ja, ich bin eben an diesem wunderhübschen Bahnhof dort unten ausgestiegen und jetzt hier die Straße hochgelaufen zu dieser Brücke hier über die Saar hinter mir und habe hier den atemberaubenden Blick auf die Saarburger Burg und allein dieser Blick hier macht für mich die schönste Kleinstadt Deutschlands aus. Und was ich sonst noch alles an Saarburg so faszinierend finde, das zeige ich dir heute in meinem Video. Saarburger Rausch, dem schönen großen Weinberg von Saarburg. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Weinberge in Deutschland, der ins Zentrum einer Stadt hineinragt. Denn unmittelbar in der Nähe von hier befindet sich eben die berühmte Saarburger Altstadt. Und da gehe ich mit euch jetzt hin. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und auf dem Weg dahin zeige ich euch schon ein paar interessante Sachen der Stadt. Neben der Burg, auf die ich später ein bisschen genauer eingehen werde, prägen zwei Kirchen das Stadtbild. Die eine ist evangelisch und die andere katholisch. Die evangelische Kirche wurde 1893 von einem Berggipfel im Stil der Romanik erbaut. Die Pläne stammen von Bad Oldesloher Regierungsbaumeister Nathorp. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche stark beschädigt. Allerdings blieb ein Großteil der Innenausstattung, insbesondere der wertvolle Kanzelkorb, erhalten. Die Glasfenster wurden Mitte des 20. Jahrhunderts vom Trierer Maler Werner Parsi erstellt. Die katholische Kirche heißt St. Laurentius. Sie ging auf eine Kapelle aus dem 13. oder 14. Jahrhundert zurück, die in den folgenden Jahrhunderten erheblich erweitert wurde. Es kam allerdings immer wieder zu Bauwerksschäden und zudem wuchs die Kirchengemeinde stetig heran. Der rezente Bau entstand zwischen 1854 und 1856 im Stil der Neogotik. Dabei wurde der im 17. Jahrhundert bei Erweiterungen entstandene Zweihelmturm integriert. Architekt war der Trierer Christoph Wilhelm Schmidt. Das Gebäude sah seinerzeit wie in der hier gezeigten Malerei aus, der Mitte des 19. Jahrhunderts aus. Bei einem Bombenabwurf am 23. Dezember 1944 wurde die Kirche jedoch zu fast 50% zerstört. Der Wiederaufbau folgte nach Plänen von Otto Vogel. Wie man heute erkennen kann, wurde die Kirche leider nur in vereinfachter Form rekonstruiert. Eine weitere Kirche habe ich in meinem kürzlichen Besuch nur von Weitem gesehen, denn sie steht am Saarufer im Stadtteil Beurich. Die Kirche stammt aus dem 14. Jahrhundert. Es handelt sich um eine spätgotische Hallenkirche. Apropos, sämtliche Glocken aus der Saarburger Kirche stammen übrigens aus der Hand einer der bedeutendsten europäischen Glocken dieser Familien, die nämlich in Saarburg selbst ansässig ist, die Familie Mabillon. Sie geht auf eine Familie aus Saumur an der Loire zurück, welche die Glocken seit dem Hochmittelalter auf Wanderschaft direkt vor der jeweiligen Kirche goss. 1770 ließ sich Urbanus Mabillon schließlich in Saarburg nieder. Hier wurden bis 2002 Glocken gegossen. Seither dient die Glockengießerei als Museum. Seit 2012 findet hier auch ein Steampunk-Weihnachtsmarkt statt, den ich schon seit längerer Zeit unbedingt mal besuchen will. Besonders beeindruckend ist die in vielen Teilen noch erhaltene Saarburger Stadtmauer, die besonders vom Saarufer aus zu sehen ist. Eindrucksvoll ist auch das neue Rathaus. Es entstand 1906 als repräsentativer Walmdachbau. Zudem ist das Stadtzentrum auch durch diverse herrschaftlich anmutende Weingüter geprägt. Herzstück der Altstadt ist allerdings der Buttermarkt. Dieser wird von mehreren Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Unter diesen sticht vor allem das alte Kaufhaus Heimann hervor, in dem sich das Eiscafé Cascata befindet. Wer weiß, was das italienische Wort bedeutet, kann sich denken, was ihn hier erwartet. Unweit des Platzes befindet sich ein 18 Meter tief abfallender Wasserfall des Leukbachs.
Dieser mitten durch das Stadtzentrum verlaufende kleine Nebenfluss der Saar wurde vermutlich im 11. oder 12. Jahrhundert so umgeleitet, dass er im Stadtzentrum einen Höhenunterschied überwinden musste, aber die Stadt insgesamt besser mit Wasser versorgen konnte. Am Fuße des Wassers entstand auch die Hackesche Mühle, die heute ein Museum ist. Ihr Mühlrad wurde durch die tosenden Wassermassen des Wasserfalls angetrieben. Oberhalb des Wasserfalls steht auch das Ahr-Museum, in dem verschiedene teilweise wechselnde Ausstellungen zu Kunst und Kultur stattfinden. Gegenüber befindet sich auch eine Aussichtsstelle, von der aus man auf das magische Wasserspektakel blicken kann. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich noch wegen dem Wasserfall da hinten. Das ist der berühmte Saarburger Wasserfall, wegen dem ich eigentlich dieses Video gemacht habe. Denn dieses atemberaubende Spektakel gibt es in kaum einer anderen Stadt in Deutschland. Und deswegen ist Saarburg meiner Meinung nach auch die schönste Kleinstadt Deutschlands. Und auch hier die gesamte Kulisse drumherum finde ich immer wieder spannend, denn damit verbinde ich auch viele interessante Kindheitserinnerungen. Und jetzt laufe ich mal mit euch noch hoch auf die Burg und da sehen wir uns dann nochmal und dann kann ich euch auch mal noch ein bisschen über die Geschichte von Saarburg erzählen. Ja, ich bin jetzt hier oben auf der Burg angelangt und man hat ja natürlich auch nochmal einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte von der Burg, die der Stadt hier ihren Namen gegeben hat und dabei natürlich auch ein bisschen was über Saarburg. Und derweil werde ich nochmal nach unten laufen, um eine schöne Stelle für einen schönen Abschiedsblick auf die wunderschöne Kulisse von Saarburg aussuchen. Die Saarburger Burg wurde wahrscheinlich bereits im 10. Jahrhundert errichtet. Obwohl es in der Umgebung der Stadt bereits diverse Funde aus römischer und fränkischer Zeit gab, gilt sie als Keimzelle der Stadt und ist freilich auch namensgebend. Die Burg entstand als Schutzburg des Erzstifts Trier. Dadurch geriet sie durch Familienverhältnisse unter anderem im Besitz der Adelsfamilien Reuland und Luxemburg. Besonders unter luxemburgischer Herrschaft wurde die Burg erheblich erweitert. Unter Erzbischof Ulrich von Manderscheid wurde die Burg schließlich im Dürrer Bischofsstreit überfallen und zerstört. Sporadisch wurde diese wieder aufgebaut und fiel an den Landstuhler Franz von Sickingen. Endgültig zerstört wurde die Burg schließlich im Spanischen Abfolgekrieg, als sie zwischen spanischen und französischen Truppen umkämpft war. Herzstück der Anlage ist ein 14 Meter hoher romanischer Wohnturm, der auf dem Barzen Bergfried umgebaut wurde. Heute kann der Turm kostenlos mittels einer hölzernen Wendeltreppe bestiegen werden. Von hier bietet sich besonders bei gutem Wetter ein wunderbarer Ausblick über das Saartal. Saarburg trägt seine Stadtrechte übrigens bereits seit dem 13. Jahrhundert, als Rudolf von Habsburg den Orten Wittlich, Bernkastel, Welschbillig, Main und Montabaur diese verlieh. Ab dem 14. Jahrhundert entwickelte es sich zu einem wichtigen Hauptort der Region, weshalb es von 1818 bis 1975 auch Sitz des Landkreises Saarburg war. Daran erinnert heute noch die ehemalige Kreisverwaltung unterhalb der Burg, in der sich heute einige Nebenstellen des Landkreises Trier-Saarburg befinden. Da Saarburg übrigens von 1798 bis 1818 zudem auf Französisch war und auch zuvor bereits stark durch die Grenzlage geprägt wurde, hat die Kleinstadt wie viele Orte im Elsass und im Saarland einen Hauch des französischen Savoir-vivre. Ja, ich bin jetzt hier wieder unten an der Saar angelangt. Hier kommt der Leukbach aus der Altstadt heraus und mündet hier quasi in die Saar. Und ich muss sagen, es war schön, mal wieder hier zu sein und vielleicht komme ich ja mal wieder und dann sieht man bestimmt den ein oder anderen von euch in Saarburg. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!